Begrüße euch, mein Name ist Andrea Susanna Medici. Ich bin Astrologin, Kartenlegerin und Medium und ich biete auch Beratungen an, auch schriftlich, auch über Skype, auch telefonisch und ich mache auch gerne Beratungsvideos, natürlich anonym mit Nicknamen. Und diese Aufnahme ist auch ein Beratungsvideo. Und das ist die Aufnahme für Salome. Also, liebe Salome, das ist dein Video. Und ich grüße dich und freue mich, dass du mich beauftragt hast, mich vertraut hast. Und dein Name bleibt natürlich anonym. Salome ist nicht der richtige Name. Ganz klar. Und ich lese vor ein Teil von deinem E-Mail, dass die, wo diese Aufnahmen anschauen, auch verstehen, um was geht. Also ich lese nicht das ganze E-Mail vor, nur ein Teil davon. Ich bin nach wie vor Single. Die meiste Zeit fühle ich mich in meinem Single-Dasein auch sehr wohl. Ich liebe die Unabhängigkeit und bin auch eine Frau, die das Alleinsein nicht nur genießt, sondern regelrecht braucht. Und trotzdem wünsche ich mir immer wieder, es gebe da einen Mann an meiner Seite. Ich glaube, mein Dilemma ist, dass mich ein Mann nur so lange interessiert, wie ich ihn haben kann. Also verlieb ich mich anscheinend unbewusst in Verheiratete oder Männer, die weit weg wohnen, um zu keiner Beziehung entstehen zu lassen. Wenn es dann einen gibt, mit dem Beziehung möglich wäre, bekomme ich kalte Füße und interessiert mich nicht mehr. Also, ich verstehe dein Dilemma. Das bedeutet, du genießt das alleine zu sein, wie du schreibst auch, das brauchst du auch. Und wünschst du aber die Liebe, wünschst du die Partnerschaft und unbewusst fühlst du dich hingezogen zu Männern, wo du von vornherein weißt, du, es kann keine Beziehung sein, entweder weil verheiratet ist oder zu weit weg wohnt. Und wenn doch die Möglichkeit da ist, eine feste Beziehung einzugehen, dann laufst du davon. Habe ich richtig verstanden? Und das ist dein Dilemma. Meine Antwort ist, du hast noch nicht die richtige begegnet. Aber das zu verstehen, schauen wir mal die Horoskop an. Und ich werde dein Horoskop mal aus dem Aspekt heraus analysieren. Also hier geht es um Liebe, Partnerschaft. Hier geht es auch darum, woran liegt es, dass du kalte Füße bekommst und davon laufst, obwohl du hast diesen Wunsch, eine Partnerschaft einzugehen und nur so lange interessiert dich ein Mann, bis du bekommen hast und dann ist es uninteressant. Und machen wir das Schritt für Schritt. Als erstes betrachten wir die karmischen Knoten. Dieser karmischen Knoten bedeutet alte Karma, alte karmischen Erfahrungen. Das ist die absteigende Mondknoten. Gegenüber liegt die Lernaufgabe, die aufsteigende Mondknoten. Das, was noch fehlt, wo noch Erfahrungen sammelt. Ich betone die karmischen Knoten, weil das hat mit ein Alleine zu sein, aber auch mit Partnerschaft etwas zu tun. Also erstens betrachten wir die alte Karma, die alte karmische Erfahrungen. Das bedeutet nicht, dass die letzte Leben, sondern das Gesamte, wo du vertraut bist, wo du was erlebt hast, wo du dich sicher fühlst, weil da kennst du dich aus. Und das ist die Wiedereigenschaften. Das heißt, du hast keine Angst für Neuanfang,
Bist du auch mutig? Lässt du dich auch leicht begeistern von etwas und du hast Kraft. Das bedeutet, du bist eine starke Persönlichkeit. Aber das Widder und das hat bei die Häusersystem Analogie zu erste Haus und hat eine Verbindung zu diesem Bereich im Horoskop und das erste Haus bedeutet, mal mit einem Satz zu beschreiben, ich bin's. Ich könnte sagen, ich bin's, ich stehe da, ich habe Kraft, ich weiß, was ich will, ich bin stark, ich bin mit mir selbst bewusst. Ich bin's. Und das sind deine alten karmischen Erfahrungen. Und weil du diese Widderbetonung hast, obwohl du gar nicht im Tierkreiszeichen Widder geboren bist. Ich kann auch verraten, du bist im Tierkreiszeichen Jungfrau geboren. Du hast sogar Jungfrau-Aszendent. Das bedeutet, du hast Doppel-Jungfrau und dein Mond, dein Gefühl entstehen im Steinbock. Also sehr erdebetont. Aber deine alten gesamten karmischen Erfahrungen stehen im Bereich Tierkreiszeichen wieder. Da kennst du dich aus. Die karmische Aufgabe ist, all das, was diese Wiedereigenschaften dir helfen, mutig zu sein, etwas Neues zu beginnen, also von Neuanfang oder diese Begeisterung, dieser Temperament, das kannst du im jetzigen Leben auch nützen, weil das gibt dir Stärke. Aber du hast hier die Aufgabe, das Ausgleichen, das, was noch fehlt, wo du dich nicht auskennst, wo du lernst, damit vertraut zu sein. Und das ist genau gegenüber die Tierkreiszeichen Waage. Die liegen gegenüber, wieder Waage. Die Kunst daran besteht, das im Gleichgewicht zu halten. Also das wäre auch nicht gut, wenn du voll und ganz diese Wiedereigenschaften lebst, wo du dich karmisch vertraut fühlst. Wäre vielleicht auch nicht gut, wenn du das verleugnest und sagst, jetzt entfalte ich meine Waage-Eigenschaften. Dann kippt die Waageschale, sondern die Kunst besteht daran, dass du das ausgleichst. Das, was in Vergangenheit, wo du auch vertraut bist, deswegen schreibst du das auch selber. Ich wiederhole das. Die meiste Zeit fühle ich mich in mein Single-Dasein sehr wohl. Ich liebe die Unabhängigkeit und ich bin auch eine Frau, die das Alleine-Sein nicht nur genießt, sondern regelrecht braucht. Das passt ganz gut zu deinen alten karmischen Erfahrungen. Das passt ganz gut, weil damit bist du vertraut. Das heißt, du kommst alleine klar. Du zeigst da Stärke. Du hast da Kraft. Ich bin's. Ich komme alleine klar. Und das, was du lebst, was du zeigst, damit bist du vertraut. Da kennst du dich aus. Und manchen Situationen ist es auch gut, weil das gibt eine gewisse Stärke. Weil bist noch alleine, das hilft dich dabei, diese alleine zu sein, auch mal genießen. Man kann nicht sofort ein Mann herzaubern, also bist noch alleine, das ist die Realität. Und dabei hilft dir das Wiedereigenschaft, weil du kommst damit klar. Das ist gut und recht. Aber was steht in anderen Seite? Was fehlt noch? Jetzt beschreiben wir mal ein bisschen die Waage-Eigenschaften. Die Waage-Menschen fühlen sich vollständig, wenn
jemand entweder die Bestätigungen gibt oder jemand andere da ist. Die vage Menschen fühlen sich alleine nicht so wohl. Das heißt nicht, dass du jetzt in eine Situation kommen sollst, wo du alleine bist, aber kommst damit nicht klar, weil du dich da nicht wohl fühlst. Und diese Phase, diese Situation hilft dir, die alte Karma, diese Wiedereigenschaft. Aber wie bist du dann vollständig? Das zeigt dir den Weg. Das ist dein karmischer Weg und es zeigt klar und deutlich die Waage. Du bist dann in diesem Leben, was du auch lernst, was du aneignest, wo du dann vertraut bist, vollständig zu sein in Partnerschaft. Und dann wirst du merken, dass du so beide Seiten genießt, die Unabhängigkeit oder mal alleine zu sein, Stärke zu zeigen, aber auch mit dem Partner in Harmonie zu leben. Natürlich auch lieben. Und das soll im Gleichgewicht kommen und das führt dich zu einer glücklichen Partnerschaft oder einem zufriedenen, glücklichen Leben. Das ist deine karmische Aufgabe. Das ist die Richtung. Aber es muss auch dann eintreffen und es muss auch so kommen. Oder bis jetzt hast du anscheinend noch nicht die richtige begegnet. Weil wenn das wirklich die große Liebe wäre, dein Seelenpartner wäre, dann wäre dieser Dilemma gar nicht da, sondern dann wusstest du sofort, das ist es. Und das ist mein Seelenpartner. Dann kommen keine Fragezeichen, sondern du fühlst dich ganz stark zu diesem Mann hingezogen. Aber wie kommst du dazu? Und was könntest verbessern? Also mal als erstes vielleicht das zu klären, dass hier Liebe, Partnerschaft, hast du eine karmische Aufgabe. Das ist ein karmischer Knoten hier. Natürlich mit dieser alten Karma Tierkreis zeichnen. Wieder kommst blendend auch alleine klar. Und das ist deine Stärke. Da bist vertraut. Da kannst du auch Stärke zeigen. Und auch mal zeigen, ich komme mit meinem Single-Leben auch klar. Die Aufgabe, die andere Seite kennenlernen. Wie fühlt sich das an, in Partnerschaft zu leben, ohne kalte Füße zu bekommen, ohne davon zu laufen, ohne einen verheirateten Mann zu verlieben, wo die Sehnsucht da ist, aber kommt nicht zur Erfüllung. Und das ist der Weg, diese Partnerschaft zu begegnen, und diese Partnerschaft, diese Liebe zu leben. Da hier hast du eine karmische Aufgabe. Die Bereich, wo sich das alles abspielt, der Lebensbereich, mal zurück zu die alte Karma. Die alte Karma, diese Tierkreis zeichnen wieder, befindet sich im 8. Haus. Da hast du eine Art Transformation. Transformation deinen Gefühlen. Aber auch erkennen, dass hier auch Schätze in diesem 8. Haus sind, was dir hilft, eine vernünftige, eine harmonische, eine schöne Partnerschaft zu leben, weil das ist deine Frage, das ist ein Liebeshoroskop und das ist auch dein karmischer Weg. Und das Ziel ist nicht alleine zu sein, was ein Wiedergut kann, sondern das Ziel ist auch beleuchten, was hast du noch, weil das sind auch karmische Erfahrungen, nicht nur die Tierkreis zeichnen wieder, sondern diese ganze 8. Haus, das ist die Sexualität. Die Leidenschaft. Und das brauchst du nicht verstecken. Dazu brauchst du dich nicht schämen, sondern auch befreien. Frei fühlen im Bereich Sexualität. Und hier
das Ausgleichen mit die neue Karma, mit die aufsteigende Mondknoten. Das ist deine Lernaufgabe oder neue karmische Erfahrungen ausgleichen, dass das nicht in einer Affäre ausgelebt ist und nicht, dass du die Geliebte für jemand bist, sondern das in Partnerschaft zu leben. Und da deine sexuelle Energie oder deine sexuelle Wünsche oder diese Sexualität nicht verschenken an jemanden, wo das gar nicht verdient hat, sondern das bewahren für die eine bestimmte Mann, die glücklich macht und für dich eine schöne, harmonische Partnerschaft bietet. Und die Waage ist diese Harmonie und diese Schönheit. Und es ist die Vollkommenheit. Da fühlst du dich befreit. Die Partnerschaft befreit dich. Deswegen bist du geboren, weil hier hast du einen Knoten. Das ist dein karmischen Weg. Ich gehe mal wieder zurück zu die alten Karma. Da hast du sicherlich sehr viel Kraft gezeigt. Könntest mit Sicherheit gut überleben, dich durchsetzen im Leben und hast viel Stärke und auch natürlich auch Leidenschaft. Das ist die Tierkreis zeichnen wieder ist ein Feuerelement, also Feuer und Flamme sein und leidenschaftlich zu sein. Achte Haus hat auch mit Sexualität auch was zu tun und da hast du schon alte karmische Erfahrungen. Du schreibst in deinen Brief, ich schau mal, wo finde ich das? Ich glaube, mein Dilemma ist, dass ich mich einem Mann nur so lange interessiert, wie ich ihn haben kann. Das heißt, du bist gewissermaßen auf dem Jagd. Ich möchte damit dich nicht verletzen und ich möchte dich nicht jetzt irgendwie falsch beschreiben, sondern du sagst, dich interessiert ein Mann so lange, bis du haben kannst. Es ist ein gewisser Jagdinstinkt. So lange habe ich Interesse, bis ich haben kann und dann, wenn ich schon habe, dann interessiert mich nicht. Das sind deinen Worten. Und da kommt wieder die Tierkreiszeichen wieder im Spiel. Das heißt nicht, dass die Wiedergeborenen jetzt auf dem Jagd gehen und spielen mit den Männern. Aber immerhin, hier geht's um ein Tierkreiszeichen, wo von Mars beherrscht ist. Und Mars ist das Kriegsplanet, männlich. Also kommt diese Energie von dem Männlichen, dieser Jagdinstinkt. So lange habe ich Interesse an Mann, bis ich bekommen habe. Also dieser Trieb, den kriege ich auch. Also irgendwie reizt mich, vielleicht erotisch, vielleicht weil ich das im Besitz nehmen möchte und dann in Partnerschaft will ich gar nicht. So etwa so beschreibst du das alles. Und das passt ganz gut zu diesen alten karmischen Erfahrungen. Und es kann auch sein, das sind alte karmische Erinnerungen auch. Und dass du da nicht glücklich warst, weil irgendwie hast du innerlich den Wunsch, die Sehnsucht nach der Liebe, nach dem richtigen Mann, wo dich glücklich macht. Wo dir diese Harmonie bringt, wo dich beschützt und Sicherheit gibt, da komme ich noch drauf ein. Und hier geht's bei dir einen bestimmten Mann, alles oder nichts. Du bist nicht bereit, auf einen Kompromiss einzugehen. Es gibt viele Frauen, wo Angst haben, alleine zu sein und sagen, da lieber nehme ich diesen Mann, als vor ich noch alleine bin. Und das kann bei dir, kommt es bei dir gar nicht in Frage, weil du kommst alleine klar. Sogar genießt du, alleine zu sein. Also du suchst nicht einen Mann, weil du Angst hast,
alleine zu sein. Du hast von alleine sein keine Angst, sondern sogar genießt du das alles. Also für dich ist der Mann nicht diese Rolle, das zu erfüllen, bei dir zu sein, weil sonst hast Angst von alleine zu sein. Sondern hier sucht deine Seele. Hier sucht deine Seele das gewisse Etwas, dieser bestimmte Mann. Und du gehst nicht in Kompromisse ein, weil dann sagst zu dir selber, dann bleibe ich lieber alleine. Warum ich das sage? Weil gegenüber von Tierkreiszeichen wieder ist die aufsteigende Mondknoten, die neue karmischen Erfahrungen. Das, womit du begegnest in diesem Leben und das, was du lernst, was du suchst, was du deine Seele braucht. Deine Seele braucht diese Erfahrungen, weil das befreit dich, dein Selbst, das befreit dich von diesem Karma auch. Und dieser Punkt, wo dein aufsteigender Mondknoten liegt, hast du eine Verbindung zu Pluto. Also mit anderen Worten, hast du eine aufsteigende Mondknoten-Konjunktion mit Pluto. Das heißt, dieser Knoten, diese neue Lernaufgabe, die neue Weg, was du aneignest, wo deine Seele führt, dein Schicksal führt in diesem Weg, hat eine Verbindung zu Pluto. Und Pluto ist alles oder nichts. Bei Pluto gibt's nicht viel Leid oder na, dann halt das. Bei Pluto gibt's nur die hundertprozentige. Ja oder nein, hopp oder top, schwarz oder weiß. Es gibt kein Vielleicht bei Pluto. Und da zeigst du wieder Stärke, weil du sagst, entweder treffe ich die Richtige oder gar nichts, dann bleibe ich lieber alleine. Das ist dein Motto. Und das ist auch deine Stärke, weil diese eine gibt's. Und da sollst du vertraut sein, dass dieser eine bestimmte Mann, dein Seelenpartner, der, wo zu dir passt, der Mann, wo deine Seele verbunden ist. Oder könnte ich sagen, der Mann, wo die liebe Gott für dich erschaffen hat, dieser Mann gibt's. Und diesen Mann brauchst du. Und deine Einstellung ist mit diesem karmischen Verbindung, sagt klar und deutlich, und das schreibst auch in dein E-Mail. Ich lese das von deinem Brief raus, dass du sagst zu dir selber, entweder der Mann oder gar nicht. Und das natürlich bestärkt auch die Pluto-Einfluss. Pluto ist diese Macht, dann eben gar nicht. Und wie kommst du zu diesem einen Mann? Weil du wirst nicht 5 oder 10 kennenlernen. Vielleicht dieses Spiel, dieser Reiz oder dieser erotische Reiz dich auch. Wie du schreibst auch, so lange bis ich haben kann, interessiert mich nicht. Und am Sonn interessiert mich dieser Mann. Aber sonst interessiert mich gar nicht. Oder ich bekomme kalte Füße. Das heißt, ein gewisser, und das ist auch normal, weil du bist eine Frau, ich habe dich im Foto gesehen, bist auch eine sehr hübsche Frau. Also natürlich hast du auch Chancen und Möglichkeiten und das ist auch natürlich das Reiz auch. Und das sollst auch leben auch. Und natürlich deine Leidenschaft und deinen Gefühlen sollst du auch leben. Und das ist aber nicht das, was du suchst. Weil du
beschreibst es auch, du laufst davon. Und ich habe bei dir nicht das Gefühl, dass du Angst hast von einer Beziehung. Warum solltest du Angst haben, von alleine zu sein? Hast du auch keine Angst. Also von Beziehung hast du auch keine Angst. Bei dir nehme ich das mal anderes wahr. Also das ist nicht die Angst von der Beziehung, was hier dich ausprägt, sondern dieser Pluto-Einfluss, wo du sagst, entweder diese eine oder gar nicht. Ansonsten ist es für mich eher so Abenteuer. Da kommt wieder die Widder-Temperament durch. Und das ist der eine bestimmte Mann, wo du eine glückliche Partnerschaft eingehst und dann wirst du dieses Dilemma gar nicht mehr haben. Und dann stört dich nicht, ob er verheiratet war oder er weit weg wohnt oder ob er Beziehung will oder nicht will. Dann kommen diese Fragen gar nicht, sondern sofort weißt du, er ist es, der gehört zu mir, das ist mein Seelenpartner, dem vertraue ich und mit dem werde ich glücklich sein. Und dieser Mann gibst du nicht auf. Und wie kommst du zu dieser Begegnung? Und da möchte ich noch die Horoskop noch ein bisschen beleuchten. Als erstes Venus. Venus ist die Liebesplanet, die weibliche Liebesplanet. Also muss das auch ganz, ganz genau betrachten. Wo steht dein Venus und welchen Einfluss hast du von Venus? Weil so lebst du die Liebe, das ist deine Weiblichkeit. Das ist deine weibliche Energie und das brauchst du zu diesem einen bestimmten Mann zu kommen. Und das ist dein Schicksalsweg und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass der liebe Gott führt auch zu diesem Mann. Oder ich drücke anderes, auch dieser Mann führt zu dir. Also bleib im Vertrauen, dieser Mann findet dich. Du brauchst gar nicht suchen. Aber wann, wie, wo findet er diesen Mann und was für Aufgabe hast, diesen Mann zu bekommen? Und diesen Mann wirst du nicht hergeben und wirst auch nicht kalte Füße bekommen und du wirst von dieser Beziehung auch nicht weglaufen, sondern gehst eine schöne harmonische Beziehung und dieser Mann beschützt dich und trägt dich im Händen und hast eine glückliche Partnerschaft. Und das befreit dich. Und das ist nicht nur deine Befreiung, weil du glücklich bist, sondern hast auch karmisch auch etwas befreit. Deine Seele ist befreit. Deine Seele will befreit sein. Da hast du einen karmischen Weg. Also schauen wir mal diese Venus an. Aber bevor ich noch das mal astrologisch beschreibe, möchte ich noch auf die Energie auch eingehen. Es gibt ein kosmisches Gesetz. Und das ist ein Gesetz. Und auf dieses Gesetz kannst du vertrauen. Alles, was wir ausstrahlen, ziehen wir an. Das bedeutet, wenn du diese Ausstrahlung hast, ziehst du die Liebe an. Und das ist der Weg, zu diesem Mann zu bekommen oder dass er dich findet. Nicht du findest ihn, sondern er findet dich. Er kreuzt in dein Lebensweg. Dein Venus, dein Liebesplanet, deine Weiblichkeit ist im Tierkreiszeichen Löwe. Und die Tierkreiszeichen Löwe spielt die Hauptrolle im Leben. Eine Löwe ist eine Löwe, ein königlicher
Tierkreis zeichnen. Die Löwegeborenen sind mit Krone im Kopf geboren. Das ist nun mal so. Ein Löwe muss wahrgenommen werden, weil steht im Mittelpunkt. Du bist zwar nicht im Tierkreiszeichen Löwe geboren, du bist Jungfrau, aber deine Weiblichkeit ist Löwe. Also stell deine Weiblichkeit im Mittelpunkt und glänz damit. Da bist du die Königin und genieß diese königlichen Zeichen, Tierkreiszeichen Löwe im Bereich deiner Weiblichkeit. Natürlich deine Jungfrau Aszendent, dein Auftreten, wie die Menschen dich wahrnehmen. Und deine Jungfrau Sonne stellt dich mehr in die Schattenseite. Das heißt, bescheiden zu sein, vernünftig zu sein, nicht so auffallen. Musst du auch nicht auffallen. Du musst nicht jetzt prachtvolle Kleider zu haben und kiloweise Gold zu tragen zum Auffallen, aber du brauchst diese Bewusstsein, diese Ausstrahlung, wo du weißt, dass du als Frau unwiderstehlich bist. Du brauchst diesen Satz in dein Köpfchen. Und da bist du dann mit deiner Weiblichkeit, mit deiner weiblichen Ausstrahlung ziemlich sicher. Und dann strahlst du das auch aus. Dazu noch, dass dein Venus nicht nur im Tierkreiszeichen Löwe ist, sondern das Herz des Löwen. Das muss ich nochmal betonen. Und es ist das Fixstern Regulus. Regulus ist ein königlicher Stern. Nicht nur heute, sondern tausende von Jahren die Stern der Könige und Kalifen und Herrscher und Herrschenden. Und dieser Regulus bestrahlt dein Venus in dein Geburtshoroskop. Das bedeutet, in dem Moment, wo du geboren bist, hat dein Venus, was dein Weiblichkeit ist, was dein Liebesleben betrifft, hat eine Verbindung, eine ganz enge Verbindung zu dem Herz der Löwen. Regulus. Also nicht nur die Tierkreiszeichen Löwen gibt dir diese majestätische Ausstrahlung in dein Frausein, in dein Weiblichkeit, sondern auch diese königlichen Stern. Also, du kannst eigentlich von Glück sprechen. Es ist nicht nur, weil Regulus seit tausenden von Jahren des Sternekönige und Herrscher ist und ein königlichen Stern seit 7.000 oder 8.000 Jahren wird es so beschrieben und verehrt, sondern wo befindet sich dieser Regulus? Das ist das Herz der Löwen. Wieder die Herzensangelegenheit. Das heißt, wenn du die Liebe begegnest, schau nicht, ob dieser Mann Haus hat oder was arbeitet oder was für Einkommen hat oder ob er verheiratet war oder nicht, sondern hör auf dein Herz. Lass dich von der Liebe lenken. Wenn du in diesen Mann verliebt hast, dann nimm diesen Mann, egal woher er kommt und ob er verheiratet war, ob er Geld hat oder nicht, oder lass das alles weg. Lass deine Liebe mit dein Herz führen, weil das ist das Herz der Löwen und da hast du wieder eine Lernaufgabe, weil das ist nicht nur die Venus hier, sondern du hast ein Venus-Saturn-Konjunktion. Und dieser Saturn natürlich sitzt auf deinem Nacken. Ganz klar, dass das nicht im jungen Jahren gleich die Liebesglück erlebst. Oder ist der erste Mann
deine große Liebe ist und ihr seid glücklich, bis die Tod euch scheidet. Nein, nein, hier ist Saturn im Werk. Das heißt, Saturn wirkt mit dein Venus zusammen. Es ist eine gewisse Ernsthaftigkeit in die Liebepartnerschaft, aber gleichzeitig auch Lernaufgabe. Es ist nicht nur die Liebe, sondern es geht auch um deine Weiblichkeit auch. Und Saturn wieder diese Neigung dazu, bescheiden zu sein, ja, nicht auffallen. Das ist nicht nur die Saturnwirkung auf dein Venus, sondern das Ganze im 12. Haus, im Verborgenen. Ja, nicht, aber ein Löwe kann es nicht im Verborgenen halten, weil im Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne und die Sonne ist das Licht, das Tageslicht. Also das dein Liebesleben ist nicht dazu bestimmt, dass du im Verborgenen lebst, sondern das soll auch im Tageslicht kommen und das sollst du damit auch glänzen, wie auch mit deiner Weiblichkeit glänzen. Und das ist, was du rausholen sollst von dir. Mal ein bisschen näher eingehen auf diesem 12. Haus. Ist gar nicht so einfach verstehen, aber hier verbergt sich dein Frau zu sein oder deine Weiblichkeit. Und Lernaufgabe hast du auch, weil hast auch Saturn hier. Natürlich, dieses 12. Haus bedeutet auch geheime Feinde. Das heißt, ich habe schon das gesagt, du bist eine hübsche Frau, weil ich habe schon ein Foto von dir gesehen. Und bedeutet diese Position von Venus, Saturn, dass du geheime Feinde hast. Und das bedeutet, dass es Frauen gibt in dein Leben, also ich beziehe das mal von Frauen, die neidisch auf dich sind. Also damit sollst du vielleicht auch bewusst sein. Wenn das darum geht, dass du deine Weiblichkeit zeigst oder irgendwo erscheinst als Frau, auch wenn das versuchst du in Schattenseite zu stellen oder ganz schüchtern, bescheiden auftreten als Frau, trotzdem wirkt die Löwe. Kannst nichts dafür. Das ist doch dein Naturell. Das heißt, auch wenn du für dich das nicht so anfühlt, weil da kommt die Jungfrau bei dir durch, trotzdem anderen nehmen dein Glanz trotzdem wahr. Auch wenn du versuchst, es zu verstecken. Und mit diesem 12. Haus neigst du dazu, das zu verstecken. Aber die Wahrnehmung von anderen ist da. Das heißt, trotzdem ist diese Ausstrahlung, dieser Glanz. Du kannst mit deiner Weiblichkeit, mit deiner Frau zu sein, schon glänzen. Und da entsteht eine gewisse Konkurrenz oder Neider. Also das mal so nebenbei, das auch vielleicht mal auch da Gedanken machen. Was bedeutet noch dieses 12. Haus, wo dein Venus ist? Dein Geburtsmoment ist die Tierkreiszeichen, der im Osthorizont aufsteigt, in diesem Augenblick, wo du geboren bist und wann du geboren bist. Und das ist Jungfrau. Wie ich schon sagte, du hast Aszendent Jungfrau und Sonne ist auch im Jungfrau. Das bedeutet, dass die Jungfrau, Tierkreiszeichen Jungfrau, hat dich begrüßt in diesem Erdenleben. In dem Moment, wo du die erste Atemzug geholt hast. Nicht nur Jungfrau,
sondern auch der Planet Merkur war auch dabei. Das heißt, dein persönlicher Planet ist Merkur und begleitet dich im ganzen Leben. Bist intelligent, bist vielseitig interessiert, bist neugierig, gesprächlich, kannst du dich schön ausdrücken. Also hast durch die Merkur Vorteile, weil du kannst leicht und gut Kontakte zu knüpfen und du hast ein schön bestrahlter Merkur, das muss ich auch noch dazu sagen. Das heißt, dein persönlicher Planet ist Merkur, war auch in diesem Bereich Aszendent, wo du geboren bist. Und nicht nur das, sondern die Jungfrau, über die Tierkreiszeichen Jungfrau, ist Merkur der Herrscherplanet. Das noch zusätzlich auch, dass du sehr stark Merkur betont bist. In vielen Lebensbereichen ist das natürlich nützlich, kommunikativ, neugierig, möchte alles gerne wissen und du lernst auch, das ist deine Lernfähigkeit auch. Aber auch die Kommunikation, die Kontakte. Und das kannst natürlich nicht nur im Beruflichen nützen oder in deiner Schulung nützen, sondern auch in die Liebe, Partnerschaft auch nützen. Weil du so stark Merkur betont bist und Jungfrau betont und hast deine Intelligenz, natürlich ist das ein Wunsch von dir, der Mann soll auch intelligent sein, weil du hast dieses Bedürfnis, mit dem Mann auch mal unterhalten zu können. Also da hast du schon bestimmte Maßstäbe, das muss der Mann auf jeden Fall auch erfüllen. Und wenn das so ist, dass die Tierkreiszeichen Jungfrau in diesem Moment im Osthorizont aufgestiegen ist, wo du geboren bist, dann die Tierkreiszeichen davor ist die Tierkreiszeichen, was kurz vor deiner Geburt wirksam ist. Das ist dieses 12. Haus, dieses geheimnisvolle 12. Haus. Und das ist die Löwe. Also vor die Tierkreiszeichen Jungfrau, wenn man das in die Reihenfolge betrachtet, die Tierkreiszeichen, also August Löwe und dann kommt September Jungfrau. Das bedeutet, du bist im Jungfrau geboren, aber vor deiner Geburt war die Tierkreiszeichen Löwe wirksam. Das heißt, noch im Mutterleib bist noch nicht geboren, aber das war die Zeit kurz vor deiner Geburt. Man könnte sagen, so 1-2 Stunden vor deiner Geburt. Und ich bin ziemlich sicher, dass in diesem Moment 1-2 Stunden vor unserem Geburt noch viel wichtige Botschaften wir noch erhalten. Unsere Seele bekommt noch wichtige Informationen. Und viele sagen auch, das hat auch mit der Ahnen zu tun. Die Ahnen, wo dir eine gewisse Talent oder Fähigkeit oder Eigenschaft weitergegeben haben und das hast du in deinen Genen, kann ich vielleicht so sagen, und möchte Leben befreien, dass du von diesem Zustand, Schwangerschaftszustand, dass du diese Eigenschaften befreist auch. Und das ist jetzt nicht mit deiner Karma zu tun, sondern hier geht es um erblichen Sachen oder was du geerbt hast von dem Ahnen oder nicht nur das, hat doch auch mit karmischen Erinnerungen auch etwas zu tun. Das heißt, es ist wie im Mutterleib noch und wartet drauf, geboren zu werden, vielleicht so kann ich das leichter erklären. Das heißt, Saturn und Venus im Tierkreiszeichen Löwe befindet sich im 12. Haus und das ist der Bereich, was wirkt noch kurz vor du geboren bist. Also im Praktischen, in dem Moment, wo du geboren bist.
da hat nicht nur deine Eltern haben begrüßt oder die Familie hat dich begrüßt, sondern auch der Planet Merkur und die Tierkreiszeichen Jungfrau. Und vor du geboren bist, war sehr intensiv die Tierkreiszeichen Löwe im Berg und auch Venus und auch Saturn. Da ist entweder das karmisch oder erbschaftlich oder beides, ich würde sagen beides hier eine Energiefeld, eine Energie, wo wie im Mutterleib ist, wo du dafür vorbereitet bist in dein Leben, das von dem Mutterleib zu befreien oder geboren zu werden. Und das ist doch dein Venus-Energie. Und wichtig ist, ganz, ganz wichtig ist, in welcher Tierkreiszeichen, und ich betone das noch einmal, das ist dein Glanz, der Löwe, diese Ausstrahlung, diese königliche, und betone ich nochmal, das ist nicht nur die Löwe, sondern dein Venus hat eine Verbindung zu Regulus, diesem königlichen Stern. Das heißt, durch deine Ahnen oder karmisch hast in deinen Inneren, in deinen Genen, in dir selbst, die Königin. Die Königin, die gerne ihr Herz leben möchte. Aber das ist wie in eine Hülle drin und du lässt es bequem da drin vielleicht und wartet drauf, das in Licht zu bringen. Also leb diese Löwefrau. Leb diese Königin. Und denkt auch in dieser Regulus, dieser königlichen Stern. Und leb dein Herz, das ist das Herz der Löwen. Wenn du das aneignen könntest, dann kannst deine Weiblichkeit befreien. Und es nicht durch Abenteuer oder nicht durch Flirt oder durch Sexualität. Das wäre die alte Karma, die Wiedereigenschaften. Komm davon weg. Das führt nur zu Enttäuschungen. Sondern leb dein Selbst. Dein Selbst als Frau. Und in jeder Situation, im Tankstelle bei Tanken oder bei Aldi oder egal wo du oder Urlaub oder im Arbeitsplatz, egal, immer diese Ausstrahlung, immer dieses Bewusstsein, du bist als Frau, hast diese Ausstrahlung und fühle dich als Frau wie ein Königin. Und es ist nichts Fremdartiges, auch wenn die Jungfrau aszendet und dein Jungfrau-Sonne sagt, nein, das kann ich gar nicht. Das kann sein, das widerstrebt dich ein bisschen, weil doch bist du sehr stark Jungfrau betont und sag, ich muss bescheiden sein und ich muss nicht im Hintergrund, Mittelpunkt, ich bin lieber im Hintergrund, da fühle ich mich wohl, ich muss mich nicht glänzen, ich muss mich nicht auffällig kleiden oder so. Natürlich, diese Jungfrau ist auch dein Natur, aber diese inneren Königin, diese Frau an dir, ist aber auch dein Natur. Das hast du nicht gemietet oder gekauft, sondern das bist du. Das ist deine Seele und wartet drauf, seit du geboren bist, befreit zu sein. Irgendwo vielleicht spürst du das auch, weil du gerne auch mal, wie du sagtest auch, interessierst du dich zu Männern, solange wie du bekommen hast. Also eine gewisse Abenteuerlust ist da, mal das in Probe stellen, wie weit kann ich kommen, bekomme ich diesen Mann oder bekomme ich nicht diesen Mann. Also irgendwie spürst du schon diese starke weibliche Energie an dir.
Aber zu erkennen oder das zu analysieren, und das kannst ganz gut, weil du bist stark Jungfrau betont, kannst auch nachdenken und das auch analysieren. Versuch das mal analysieren. Das ist nicht das, was dich glücklich macht. Ob diese oder andere Mann bekommen kannst oder ob du jetzt 5 oder 10 erobert hast, wenn du da eh kein Interesse hast, sondern versuch auf dem eine konzentrieren. Auf diesem eine bestimmte, wo bleibt und du bleibst. Mehr brauchst du gar nicht, weil das erfüllt dich voll und ganz. Und dann interessieren die dich andere Männer überhaupt nicht, weil das ist gar nicht in dein Weltbild dann. Aber diese eine muss kommen. Und diese eine erreichst dann, wenn du dein Herz wahrnimmst, wenn du damit bewusst bist, das ist auch karmisch, auch durch die erbschaftliche Lage, dass du als Frau interessant bist, dass du diese Ausstrahlung hast und versuch diese, könnte ich sagen, diese Königin zu sein oder diese Göttin an dir zu sein. Und es reicht vollkommen, diese Ausstrahlung. Und ich kehre wieder zurück zu dieser Energieform, was ich erklärt habe. Das ist ein kosmische Energie, kosmische Gesetz. Alles, was wir ausstrahlen, ziehen wir auch an. Wenn du deine Weiblichkeit, was von Herzen kommt, wo deine Natur entspricht, das ist keine Rolle zu spielen oder dich zu verstellen, sondern das bist du innerlich, wenn du das rausholen kannst, von diesem verborgenen 12. Haus rausholen kannst und endlich in Licht bringst und damit bewusst bist. Löwe ist auch sehr selbstbewusst. Wenn du dieses Bewusstsein hast, die Göttin an dir oder die Königin an dir, wenn du diese Ausstrahlung hast, dann bist du, kannst sicher sein, dass dein Prinz kommt oder dein König oder wie auch immer. Er findet dich, glaub mir. Also hier heißt in diesem 12. Haus diese Venus im Löwe und Saturn ist dabei, das habe ich gesagt, du hast Venus-Saturn-Konjunktion. Das heißt, Saturn erschwert es ein bisschen, das kommt nicht so frei raus, sondern Saturn zeigt, da hast du auch eine karmische Lernaufgabe. Also das ist diese Venus. Natürlich bei Liebeshoroskop ist auch wichtig, wie steht Mars, und da möchte ich auch eingehen. Aber bevor ich noch Mars eingehe, auch ein bisschen die Sonne, weil die Sonne ist der Vater. Das Vaterbild, natürlich möchtest du nicht mit deinem Vater heiraten, aber das Vaterbild spielt auch eine Rolle, bei später bei dem Partnerschaft oder vielleicht unbewusst. Also du wirst nicht sicherlich bewusst das gleiche Typ von Mann suchen wie dein Vater. Aber in unbewusst spielt das doch eine gewisse Rolle. Viele Frauen neigen dazu, so ähnlichen Charakterzüge in einem Mann zu finden. Ich möchte das nicht vergleichen, aber trotzdem auf dem Sonne auch mal eingehen. Sonne ist im Jungfrau. Also wieder das Denkende, das praktisch veranlagte Jungfrau, das analytische Denkende. Und das gehört auch zu deinen Charakterzügen und steht im ersten Haus. Und Sonne ist sehr stark betont. Das heißt, Sonne hat schöne Verbindung zu anderen Planeten. Das heißt, du hast eine gut bestrahlte, sehr stark gestellte Sonne in dein Horoskop im ersten Haus. Und dieses erste Haus ist wieder ein Widerhaus. Es ist zwar im Jungfrau, aber die erste Haus hat eine Analogie
eine Ähnlichkeit zu Tierkreiszeichen wieder. Und weil du so starke Sonne hast und steht im ersten Haus, das heißt, du bist eigentlich sehr selbstbewusst und du hast eine starke, selbstbewusste Auftreten und du zeigst im Leben Stärke. Und wieder diese Verbindung zu wieder, auch wenn das im Jungfrau ist, aber wie gesagt, im ersten Haus hat ein Bezug schon zu den Tierkreiszeichen wieder, genauso wie dein absteigender Mondknoten. Das heißt, du bist eine sehr starke Persönlichkeit und du bewältigst du dein Leben. Also du brauchst keinen Mann, der dich ernährt, du brauchst keinen Mann, weil du Angst hast, sondern du kommst alleine klar. Nicht nur, dass du klar bist, sondern sogar zufrieden bist alleine. Und das glaube ich auch. Also hast du eine ganz starke Persönlichkeit. Und auch intelligent. Du bist sehr merkurbetont. Also intelligent. Also das bedeutet, du brauchst einen Mann, wo du aufschauen kannst. Du brauchst keinen Waschlappen, sondern du brauchst du bist selber eine starke Persönlichkeit, also brauchst auch einen Mann, wo auch eine starke Persönlichkeit hat. Und da ist deine Sonne, steht sehr, sehr stark da in dein Horoskop. Vielleicht auch sogar das Vaterbild. Und du suchst auch unbewusst einen Mann, wo mindestens genauso stark ist, wo die sich auch bewiesen hat im Leben, wo auch was erreicht hat, wo auch intelligent ist, der Mann, wo du auch sprechen kannst, unterhalten kannst. Und noch besser, wenn du auf diesen Mann auch aufschauen kannst und bewundern kannst. Aber das ist gar nicht so einfach, weil du bist selber auch sehr stark und hast Kraft im Leben. Also der Mann muss richtig anstrengend dich zu erobern, weil du gehst kein Kompromissen ein. Wenn das um Affäre geht, bist du nicht ganz abgeneigt, aber Grunde genommen willst du das gar nicht. Und ich sage von dem Horoskop auch, das hat überhaupt keinen Sinn, da Zeit zu verbringen. Du verlierst auch dabei viel wertvollen Jahren auch, sondern konzentriere auf die Partnerschaft, konzentriere auf diesen eine bestimmte Mann. Und Pluto sagt, es gibt nur ein Ja oder Nein, hoch oder top. Es gibt keine Kompromisse hier bei dir. Und dieser Mann findet dich auch. Also, mal der Mann zu beschreiben, wichtig ist, dass der Mann intelligent ist, auch dass er eine starke Persönlichkeit ist und mit deiner Jungfrau Sonne und mit deiner Jungfrau Aszendent wirst du das genau unter dem Lupe nehmen, weil du wirst es genau analysieren. Und das Problem ist, oder ist vielleicht gar kein Problem. Du hast dieses Horoskop, deine Seele hat so das ausgesucht, also hat das auch einen Sinn. Dieser Mann, der Mars, der Planet Mars symbolisiert diesen Mann, dieser eine bestimmte Mann, steht im Krebs. Also keine Löwe, kein Steinbock, wo in die Spitze der Berg steht und Macht ausstrahlt und auch nicht die Löwe, wo prahlen kann mit seinem Mann oder Männlichkeit, sondern Krebs. Wie kommst du damit klar? Es soll intelligent sein, es soll eine ganz starke Persönlichkeit sein, es soll über dir stehen in dem Sinne, dass du ihn auch bewundern kannst. Und dann im Krebs. Ein Krebs ist sehr sensibel und feinfühlig. Könnte man sagen, ein bisschen weiblich. Und da
das alles ausbalancieren, weil das ist doch der Mann, wo zu dir passt. Das bedeutet nicht, dass dieser Mann Krebs geboren sein muss, aber sollte die Eigenschaften haben von einem Krebs. Und wie findest du diesen Mann? Ich würde das so beschreiben, dass dieser Mann soll nach außen sehr stark wirken und männlich, weil du hast diese Verlangen. Und wenn das im privaten Bereich ist, wenn ihr alleine seid, soll aber feinfühlig sein, liebevoll und zärtlich. Und weil hier bei Krebs auch um die Wasserelement handelt, also gefühlsvoll, ich würde mal dazu neigen, dass dieser Mann soll auch vielleicht im künstlerischen Bereich tätig sein oder spirituell veranlagt sein. Also das würde dir so gut passen, wo man sagen kann, seine starke Persönlichkeit ist sehr intelligent und könnte ich einen Künstler gut vorstellen im künstlerischen Bereich. Der Bereich, wo Mars steht, zeigt an die Bereiche, wo sich dieser Mann sich bewegt oder wo man begegnen könnte, wo du die Chancen hast, diesem Mann zu begegnen, und steht auch Jupiter da. Auch das begünstigt auch, dass du diese Chancen hast. Das ist die 11. Haus. Die 11. Haus kann die Hoffnung bedeuten, dass du diese Glauben pflegst. Jupiter ist auch das große Glauben auch. Das würde mal auch helfen. Die 11. Haus kann aber auch bedeuten, den Freundeskreis, Bekanntenkreis, kann auch die Vereine bedeuten, wo man gleichgesinnte Menschen trifft, oder eine Gruppe, wo du regelmäßig gehst. Also in diesem Bereich hast du die Chancen, diesem Mann zu begegnen. Ich finde es viel wichtiger, aber zu betonen, da vertrau dein Karma, vertrau an die göttliche Fügung und beschäftige nicht damit, dass du von einem Verein zu anderen springst, mit dem Hoffnung, dass er vielleicht im Gesangverein oder im Skiverein oder wo auch immer dieser Mann du dann begegnest, sondern lass dich finden, bleib im Vertrauen und achte lieber drauf an deine Weiblichkeit, an deine Ausstrahlung und lass mal die Jungfrau-Eigenschaften, bisschen diese bescheidende oder vielleicht etwas schüchternde Art an dir jetzt mal auf die Seite und betone jetzt in die nächste Zeit der Löwe. Und versuch mal die Frau an dir, diese Löwin, rauszuholen. Weil wartet, diese Energie wartet drauf, geboren zu werden. Und versuch mal, nicht nur im Verein, sondern überall, auch bei Einkaufen und überall, so dich zu bewegen, selbstbewusst, weiblich, mit diesem Ausstrahlung. Nicht mit den Männern jetzt Ausschau halten, sondern nach innen schauen und deine Weiblichkeit mal Ausschau halten und bring das im Sonnenlicht. Die Löwe möchte ins Licht. Und dieser 12. Haus sagt, lass es geboren werden. Und du wirst sehen, das wirkt Wunder, weil dieser Mann wird dich wahrnehmen. Und da hast du die Möglichkeiten, dass du deinen Seelenpartner findest, die Liebe auf den ersten Blick.
und dein ganzes Dilemma hört auf. Weil dann machst du überhaupt keinen Gedanken, ob das doch nicht besser wäre, alleine zu sein, oder das ist doch angenehm, ich genieße das richtig, oder das ist besser, wenn er verheiratet ist, dann oder wohnt weit weg, weil ich will eh keine Beziehung, und bekommst du auch keine kalte Füße. Was noch auch sehr wichtig ist, dass du die Sicherheit brauchst bei diesem Mann. Wovon du eher Angst hast, das ist nicht die alleine zu sein. Wovon du eher Angst hast, vielleicht spielt sich das in dein Unbewussten ab, wovon du eher Angst hast, dass du Hals über Kopf verliebst und dieser Mann kriegt mal kalte Füße und dann musst du alleine sein und mit diesem Sehnsucht, mit diesem Schmerz verträgst du nicht, das alleine zu sein. Ich wiederhole, du hast nicht davon Angst, alleine zu leben, weil da hast du dich bewiesen im alten Karma und dein ganzes Leben lang. Du genießt es sogar. Das glaube ich auch, dass du da richtig stark bist. Du hast auch keine Angst, zu einer Affäre oder einer Beziehung einzugehen. Du genießt es auch, mal die Männer zu erobern oder mal ein bisschen in dieser spielerischen Art, wie weit kannst du gehen. Sicherlich auch die Sexualität, das weiß ich nicht, aber das könnte ich auch gut vorstellen. Also da hast du überhaupt keine Hemmungen oder Themen. Und der Punkt ist, dass du nicht von alleine sein Angst hast, sondern von deinen Gefühlen hast du Angst. Was passiert dann, wenn da wirklich dann mich erwischt und dann bin ich verliebt und dieser Mann bleibt nicht? Was mache ich dann? Davon hast du eher Angst. Weil du brauchst, wenn du schon mal verliebst und die Entscheidung triffst, das ist der Mann, da bleibe ich auch, endlich ist die richtige, dann kommt der nächste Schritt. Du möchtest diesen Mann nicht verlieren, sondern du möchtest bei diesem Mann sicher fühlen. Irgendwo suchst die Sicherheit. Die aufsteigende Mondknoten, also deine karmische Aufgabe oder dein Schicksalsweg, wo dein Schicksal führt, im Waage, in Partnerschaft, ist im zweiten Haus. Und dieser zweite Haus ist nicht nur die Finanzen, natürlich das auch, sondern auch die Sicherheit und die Stabilität. Und weil hier erlebst die Partnerschaft, worauf mir deutet hin, dass dieser Mann, wo du begegnest, auch wohlhabend ist. Es ist immerhin auch das Finanzen, also das Geld ist auch da. Aber trotzdem höre auf dein Herz, das sagt dein Venus, in Herz der Löwen, diese Regulus, hör lieber auf dein Herz, also schau nicht jetzt die Wohlstand dieses Mannes. Trotzdem zeigt mir die Horoskop an, dass du da auch Glück hast. Also lass dich von dein Herz leiten, das ist die wichtigste, dass du wirklich diese Liebe auch spürst. Und du Glück hast auch, weil die Horoskop zeigt, dann ist auch finanziell auch, liegt das Glück da, die finanzielle Glück. Das bedeutet, dieses zweite Haus, wo du die karmische Erfahrungen machst mit deiner Liebe, mit deiner Beziehung, also erstens, dass das auch finanzielle Glück da ist, dass dieser Mann auch Geld hat, sondern bedeutet auch Sicherheit, Stabilität. Und das ist genauso wichtig. Wenn du wenn du nicht so verliebt bist, sondern du, mal ein Beispiel, du findest deinen Mann attraktiv, bist aber nicht verliebt, und könntest vorstellen, vielleicht mal zu einer Affäre einzugehen.
dann hast du diese Ängste überhaupt nicht. Weil dann sagst, naja, okay, wenn er geht, dann soll halt gehen. Oder wie du geschrieben hast, dann bekommst du kalte Füße und rennst du davon, dann willst du diesen Mann gar nicht. Oder hast geschrieben, wenn du bekommen hast, dann dieser Mann ist uninteressant. Das heißt, du klammerst gar nicht auf die Männer. Aber was ist dann, wenn du verliebt hast? Dann fühlt sich das anderes an. Nicht, weil du dann klammerst, sondern dann möchtest diesen Mann behalten. Dann möchtest oder hast vielleicht sogar Angst, diesen Mann zu verlieren. Und diese Ängste sind überflüssig, weil, wenn das eine seelische Verbindung da ist, oder ich könnte mit anderen Worten sagen, wenn der liebe Gott euch zusammenführt, wer soll das wegnehmen? Und wenn du ihn liebst und er liebt dich, dann kommt eine dritte Person überhaupt nicht. Und wenn ihr eine harmonische Beziehung führt, dann geht es auch nicht zu Ende. Das heißt, mit anderen Worten, Angst zu haben davon, verliebt zu sein und diese Beziehung eingehen, ist überflüssig. Wenn das vielleicht hilft, dann sei hier und jetzt. Und dann kommen diese Ängste gar nicht, weil dann spürst du die Liebe, dann auch seinen Gefühlen und dass er da ist, dass sie eine harmonische Verbindung sein, dann kommt dieser Gedanke gar nicht. Die Ängste entstehen dann, wenn man anfängt nachzudenken, ja, was wird dann kommen? Und das ist unnötig. Das heißt, dieser Mann bleibt. Und versucht, diese Ängste loslassen, wo das noch überhaupt eintrifft, diese Beziehung. Und auch wenn das eintrifft und dieser Mann schon da ist, brauchst du auch keine Angst zu haben, weil dieser Mann bleibt. Und du bleibst auch. Ja, was für Einflüsse gibt es noch? Also wie ich schon sagte, Mars, der Mann, steht im Krebs. Das heißt, harte Kern oder wie sagt man, harte Schale und weiche Kern, genau so ist es. Also das wäre für dich die passende Mann, eine harte Schale, aber weiche Kern. Und diese weiche Kern kennst nur du, weil das ist intim. Und nach außen verteidigt dich und beschützt dich. Und du brauchst auch diesen männlichen Mann, der dich beschützt. Warum weiß ich das? Weil auf dein aufsteigenden Mondknoten, wo die Richtung zeigt zu dieser Partnerschaft, diese karmische Bindung, diese karmische Partnerschaft, dieser aufsteigende Mondknoten und auch Pluto, wo auch ein Hinweis ist, dass der Mann alles oder nichts, also das muss die perfekte sein, also für dich die perfekte. Und dieser aufsteigende Mondknoten, also der Weg zu dieser Partnerschaft, hat auch einen Einfluss mit von einem Fixstern. Und dieser Fixstern heißt Seginus. Und dieser Seginus befindet sich im Sternbild Bärenhüter. Und dieser Bärenhüter schützt, beschützt und bewacht die große Bär und die kleinen Bär, diese Sternbilder im Himmel. Und das ist der große Wagen und kleine Wagen. Kennst sicherlich diese zwei markanten Sternbilder im Himmel. Und das ist das große Bär und kleine Bär oder große Wagen und kleine Wagen. Und dieser Stern Seginus, die Bärenhüter, das ist auch ein Sternbild, dieser Bärenhüter bewacht das alles. Und das hat mit deiner Partnerschaft zu tun. Zweite Haus. Du brauchst diese Sicherheit im Partnerschaft, dass dieser Mann, wenn du willst oder deine Seele sucht oder deine Seele will oder dein Seelenpartner, dass dich beschützt und bewacht alles. Und das ist dein Weg, zu diesem Mann zu
ankommen, dann bist du richtig angekommen. Alles andere sind uninteressant. Bei dir wird Pluto alles oder nichts. Entweder diese eine oder keine. Also hier ist wichtig auch, dass diese Partnerschaft dir Sicherheit gibt und Schutz, dass dieser Mann auf dich aufpasst und beschützt dich, obwohl du das gar nicht nötig hast, weil du brauchst keine Wächter. Also du kannst alleine, kommst du ganz gut klar. Trotzdem tut dich das gut, weil dann kannst du so anlehnen, dann bewundert seine Männlichkeit und er beschützt dich überall und das ist einfach herrlich. Und das ist auch ein Hinweis. Und dann auf dem Mars, weil das ist auch wichtig, weil es der Mann im weiblichen Horoskopen hat aber auch einen königlichen Stern. Nicht nur du als Venus, du hast Regulus, das Herz des Löwen, einen königlichen Stern seit tausenden Jahren, sondern die Mars hat aber auch einen königlichen Stern. Das heißt, dieser Mann ist nicht irgendjemand, sondern es ist das eine Bestimmte und ihr passt gut zusammen. Und dieser Mann, dieser Mars, hat einen Einfluss von einem Stern und dieser Stern heißt Sirius, der Funkelnde. Sirius ist einer der hellsten Sterne im Himmel. Die Ägypten haben verehrt Sirius. Und bei Ägypter ist die Verkörperung von Osiris, der Ehemann von Isis, Isis und Osiris in ägyptischer Mythologie. Und Horus ist der Sohn von den beiden. Also dieser Osiris, diese Gottheit bei den Ägyptern. Aber mal zurück zu diesem Stern. Also dieser Sirius ist auch verehrt, weil ein ganz heller Stern im Himmel, der funkelnde. Deswegen ist seit tausenden Jahren auch verehrt. Das heißt, wenn ich die ganze Sternenhimmel jetzt mal als Beispiel vergleichen würde mit der Männerwelt und du könntest wählen und sagen, oh mein Gott, wie viele Männer sind da? Tausende, Millionen Männer. Und du musstest eine von denen wählen. Welchen Mann würdest du wählen? Welchen Stern würdest du wählen? Dieser funkelnde. Weil das ist das Hellste von allem. Und genau diese eine brauchst von dem ganzen Auswahl. Ich hoffe, dass ich bisschen so näher bringen könnte. Dein Weg ist nicht, dass du Kompromisse machst, weil du nicht alleine sein möchtest. Alleine sein kannst du leben. Ist auch nicht die Sinn die Sache, dass du irgendwelche Kompromisse eingehst und rutschst du eine Affäre ein oder mit einem Mann, wo verheiratet ist. All das bringt dir nichts. Und jetzt suchen, wo ist dieser funkelnde Stern? Wo ist dieser Sirius, dieser eine bestimmte Mann? Das muss doch läuten bei den Männern, da muss doch irgendwie eine Krone im Kopf haben, dass ich diesen Mann erkenne. Du brauchst diesen Mann nicht suchen. Du brauchst dich finden. Dich als Frau. Nicht dieser König, dieser Sirius, sondern dich als Königin, die Regulus. Das musst du finden. Und dann hast du die Ausstrahlung. Und die zwei Leuchtende finden sie sich. Das ist doch so wunderschön wie im Märchen. Er will dich finden, glaub mir. Und wenn er auch ein bisschen stolpert und noch im falschen Weg ist, dann ist immer noch die Liebe Gott da und vertrau mal in diesem Göttlichen, dass ihr beide begegnet. Und das ist es. Das ist es. Und der Pluto sagt auch alles. Alles oder nichts. Entweder diese eine oder keine. Und
Also so kann ich diesen Mann beschreiben, also sehr feinfühlig, sehr liebevoll, sehr beschützend zu Hause, bei dir, im intimen Bereich. Und nach außen ist eine starke Persönlichkeit und das soll auch sein. Weil gegenüber von Mars ist die Steinbock. Also Krebs gegenüber liegt die Tierkreiszeichen Steinbock. Und da ist dein Mond. Da ist dein Gefühl. Und dein Mond ist im Steinbock. Das heißt, du kannst mit deinen Gefühlen auch gut umgehen. Also du kannst Gefühlen zeigen, deinen Gefühlen ernst nehmen und gefühlsvoll sein. Aber das kannst du auch mal zurücknehmen und du kannst auch kühl wirken. Dieser Mond, dieser Steinbock-Mond, hat aber eine Verbindung zu Mars im Krebs. Und das, die beiden liegen gegenüber. Und da auch die Ausgleich finden. Aber diese gegenüberliegende Tierkreiszeichen spiegeln auch etwas. Und das würde ich nicht mal unbedingt mit deinen Gefühlen jetzt betonen. Du kannst beides, du kannst deinen Gefühlen ernst nehmen und das auch zeigen, kannst aber deinen Gefühlen auch für dich behalten und du hast auch manchmal eine kühle Haltung. Mir ist wichtiger, diesen Mann zu beschreiben, weil dieser Mann hat einen Bezug zum Mond. Das heißt, Mond und Mars stehen gegenüber. Und das bedeutet, dass du deinen Gefühlen im Steinbock versuchst, vielleicht ist auch ein Selbstschutz. Du kannst das im Verborgenen halten oder du neigst dazu manchmal wie ein Mauer um dich herum, ja, kein Gefühl zeigen. Es ist ein Schutz, ein Schutzmauer. Die Gefühle sind da und du bist gefühlsbetont. Da bin ich ziemlich sicher, aber du baust ein Schutzmauer. Und das ist für mich, wenn ich das gesamte Horoskop anschaue, weil du doch diese Krebsmann wünschst. Was ich nochmal betone, heißt nicht, dass dieser Mann im Tierkreiszeichen Krebs geboren sein muss. Kann natürlich sein, aber Eigenschaften von dem Tierkreiszeichen Krebs soll haben, weil von diesem Mann hast du Sehnsucht. Und mir scheint das gesamte Horoskop so zu sein, wenn du deinen Gefühlen reservierst für diesen einen Mann. Und bei anderen Mann ist, nö, das ist meins. Das behalte ich für meinen Mann, er kriegt davon nichts mit. Es kann auch ein gewisser Schutz sein. Aber ich habe bei dir eher das Gefühl, das ist gar nicht der Schutz, sondern wenn du all deinen Gefühlen festhältst, weil irgendwie spürst du oder deine Seele sagt dir, deine inneren Stimme, dass die richtige kommt noch, dass du einfach jetzt wie im Speisekammer all deinen Gefühlen behütest dort, darauf warten, dass der richtige Mann kommt, weil du hast für diese einen Mann reserviert. Was auch schön ist, weil er hat das verdient. Und er soll das genießen, er soll deine Liebe, deinen Gefühlen genießen. Und du öffnest wie eine Blume für diese eine bestimmte Mann. Andererseits hast du Erwartungen bei diesem Mann gegenüber. Du erwartest von ihm, dass er genauso gefühlsvoll mit dir umgeht, dich beschützt, sehr romantische Momente dir schenkt und sehr liebevoll und zärtlich, fast weich und künstlerisch. Und diese Momente möchtest mit diesem Mann erleben. Und dann
wirklich, dann öffnest du deinen Gefühlen und all das, was du bis jetzt behalten hast für dich, schenkst zu diesem einen bestimmten Mann. Du bewahrst deinen Gefühl für diesen einen Mann, aber hast auch Erwartungen, dass er genau gefühlsvoll mit dir umgeht. Und das ist schön in die Partnerschaft und das könnt ihr beide genießen. Und das ist die Intimität, das geht niemand was an. Und das könnt ihr zu Hause schön genießen, bei Zweisamkeit. Und was um Leben geht, draußen oder in beruflicher Situation, dann soll dieser Mann etwas an sich haben von dem Tierkreiszeichen Steinbock. Das heißt, männlich, ein Ansehen. Und dann kannst du diesen Mann bewundern. Erstens, das, was du bietest, Stärke, dass du viel erreicht hast im Leben, dass du auch mit deinem Leben klarkommst und eine gewisse Stärke zeigst. Und dieser Mann soll auch diese Stärke zeigen, weil du möchtest auf diesen Mann aufschauen. Er soll oben im Berg stehen und von unten bewunderst du ihn mit seiner Männlichkeit oder seiner Stärke oder wie er dich beschützt und sein Auftreten, sein Selbstbewusstsein. Und wenn das um die Liebe geht, wenn das um die Intimität geht, dann kommt die Zärtlichkeit, die zärtlichen Momente. Und das ist dein, was du geben kannst und das, was dich glücklich macht und das, was du unbewusst von diesem Mann erwartest auch. Und da kannst du beide Seiten haben, die männliche, die Stärke, der dich beschützt, verteidigt, wo etwas erreicht hat im Leben, wo du bewundern kannst, wo sehr männlich ist. Und wenn du allein bist mit ihm, dann kommt die andere Seite und von dir auch, dann öffnet sich dieser Steinbockmond für ihn und dann kommen die zärtlichen Momente. Und dann übergeht von Steinbock auf Krebs diese zärtliche, liebevolle, sanfte Art und diese Romantik, die Feinfühligkeit, wie ein Kunst, das ist wie ein Tanz. Also das ist dann, so erlebt ihr dann die Partnerschaft und den Alltag, mal beide Seiten und versucht es mal so zu, es widerspricht sich nicht. Nur in einer Situation verhält man sich so und in der anderen Situation verhält sich anderes. Und da könnt ihr ganz gut im Einklang zu kommen und das wäre von der Beschreibung her für dich die passende Mann. Und noch zwei Hinweise, Merkur, bist sehr stark Merkur betont, nicht nur weil du Jungfrau Sonne hast und Jungfrau Aszendent hast, sondern Merkur steht auch im Aszendent, das heißt, dass in deiner Geburt war dieser Planet da und nicht nur in deiner Geburt, sondern begleitet dich als persönlichen Planet bis zu deinem Lebensende. Das heißt, du bist sehr stark Merkur betont. Und das ist immer ein Vorteil in deinem Leben, weil das gehört zu deiner Stärke. Und dieser Merkur ist zwar im Jungfrau, aber hat einen Einfluss von einem Stern. Und dieser Stern, wo Merkur in Verbindung steht oder in Verbindung gestanden ist in deinem Geburtsmoment. Und das ist das Stern Zosma. Und dieser Zosma ist ein Stern von Tierkreiszeichen Löwe. Und hier heißt es, die Löwen kehrt zurück. Die zwei Zeichen. Und ich muss das so lächeln, weil das ist für mich diese ganze karmische Liebesangelegenheit oder im Horoskop, wie das so karmisch mir zeigt, auch dein Weg zu Beziehung oder eine glückliche Partnerschaft oder zu diesem bestimmten Mann, dass sogar dein Merkur sagt auch, der Löwe kehrt zurück. Und diese Zurück, das ist bei mir klingt im Ohren so, wenn dieser Mann schon in alte Karma du begegnet hättest.
Weil warum kommt dieser Hinweis kehrt zurück, die Löwe kehrt zurück? Oder deine Löwe-Frau kehrt zurück. Du kannst deuten, wie du möchtest. Aber etwas kehrt zurück von die Karma. Und dieser Zosma sagt auch die zwei kleinen Öffnungen. So heißt das auch übersetzt. Also mal dein Hinweis. Und auf deine Sonne ist auch eine Fixsternverbindung von Schiff Argo, Markeb. Und das ist einfach die Richtung, wie dieses Schiff bewegt. Und dieses Schiff ist die Argonauten, die die goldene Vlies geholt haben, von Tierkreiszeichen wieder. Also die Wiedereigenschaften kannst du auch nutzen. Da ist versteckt diese goldene Vlies, der goldene Wieder. Und das ist wie ein Fell, so beschreibt die Mythologie, aber für dich ist wie ein Gewand, was glänzt wie Gold. Also du brauchst diesen Glanz. Und das ist nicht in beruflichen Situationen, nicht im Alltag, da hast du deine Stärke schon, sondern als Frau bringt es im Glanz. Und du wirst sehen, dass mit diesem Gewand, der Vlies des Goldenen wieder, da geht die Reise auch, das zeigt deine Sonne. Und da habe ich eine Verbindung zu diesem Geschichte. Schiff Argo, hol diese Gewand, das goldene Vlies der wieder. Und versuch mal das vielleicht auch berücksichtigen. Auf deine Ausstrahlung achten, dass du deine Weiblichkeit im Glanz bist, dass du da selbstbewusst bist. Und alles andere vertraue der liebe Gott. Also das ist, was ich dazu vielleicht noch sagen kann. Und so könnte ich dein Horoskop mal beschreiben, Salome, und deine Frage war die Liebe oder was für Aufgabe hast oder was kommt in die Liebe. Und das war dein Liebeshoroskop und ich bedanke mich für dein Anvertrauen und ich bedanke mich für das Zuschauen. Und wenn jemand noch auch so Liebeshoroskop möchte, natürlich kann gerne schreiben, mit Nicknamen natürlich. Ich möchte das anonym behandeln oder mit Geburtshoroskop, was oft auch hilft, wann war die erste Begegnung mit jemand, dieser Termin, dieser Zeitpunkt, die erste Treffen, die erste Blickkontakt, gibt auch oft einen Hinweis, wie die Partnerschaft verläuft. Also ich bedanke mich für das Zuschauen und Salome, dir persönlich bedanke ich mich mal dein Anvertrauen und eure Dendera.